Pflanzen als Superhelden. Forschungsteams weltweit setzen große Hoffnungen in das Themengebiet grüne Gentechnik und die neueste Technologie in diesem Bereich, das neue Wunderwerkzeug der Gentechnik, vielleicht sogar der unbegrenzten Möglichkeiten, die Genschere CRISPR. Das Ergebnis: Pflanzen, die sich selbst gegen Schädlinge schützen und dem Klimawandel trotzen. Ob diese Technologie die Menschheit vor dem Hungertod retten wird oder ob sie ganze Ökosysteme ausrotten wird, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die Genschere CRISPR ist eine riesige Revolution in der Wissenschaft. Da sind sich die Forschungsteams weltweit einig. Ähnlich wie die Entdeckung der DNA damals. Wissenschaftlich korrekt spricht man vom CRISPR-Cas9-System, über das wir ja schon ab und zu mal berichtet haben. Es steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, also frei übersetzt so viel wie kurze Abschnitte sich wiederholender DNA. Bakterien nutzen CRISPR als eine Art Schutz gegen Viren, denn es schneidet Erbgut, also DNA, an einer bestimmten Stelle und das sehr präzise. Die Bakterien nutzen diese Technik also ganz natürlich. Sie schneiden DNA aus angreifenden Viren heraus und setzen sie in die eigene DNA ein. Dadurch erkennen sie die Viren bei einem zukünftigen Angriff und können sich gegen sie wehren. Diese Technik kann aber auch von Gentechnikern genutzt werden, um Erbgut zu verändern. Und es ist damit super leicht. Bestimmte Gene können aus dem Genom herausgeschnitten werden und neue Abschnitte an dieser Schnittstelle eingefügt werden. Und das Tolle daran, das Ganze funktioniert nicht nur bei Bakterien, sondern auch in anderen Organismen. Manche bezeichnen das CRISPR-System deswegen auch als ein Werkzeug der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, und diese Technologie, die ist nicht nur im Bereich der grünen Gentechnik der große Hoffnungsträger. Auch andere Herausforderungen wie die Therapie von Krebs oder Erbkrankheiten könnten mit Hilfe dieser Technologie gelöst werden, so die Hoffnungen vieler. Und einen wirklichen Haken hat sie tatsächlich auf den ersten Blick einmal nicht. Im Gegenteil, im Vergleich zu bisherigen Techniken ist sie deutlich schneller und kostengünstiger. Denn Gene gezielt zu verändern, das ist nicht neu. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Zinkfingernuklease, ZFN, also künstlich hergestellte Enzyme, die DNA-Sequenzen erkennen und gezielt zerschneiden. Doch ihre Herstellung ist teuer und komplex. Im Jahr 2012 haben zwei Molekularbiologinnen das CRISPR-Cas9-System zum ersten Mal beschrieben, der Anfang der Revolution und für die beiden Forscherinnen vielleicht ein Riesenschritt in Richtung Nobelpreis. Wie gesagt, setzen viele Forschungsbereiche große Hoffnungen in die neue Technologie, unter anderem auch die Pflanzenforschung bzw. Züchtung. Champignons, die nicht mehr braun werden, egal wie lange sie herumliegen, seit 2016 tatsächlich in den USA zugelassen und in den Supermärkten zu kaufen. Klingt erst einmal toll. Doch wie genau können wir dann feststellen, wie frisch der Pilz noch ist? Und es gibt weitere Ideen für Pflanzen, die mithilfe der Genchirurgie optimiert werden könnten. Erdnüsse, die auch Allergiker vertragen, oder Melonen ohne lästige Kerne beispielsweise. Das Gebiet der Pflanzenzüchtung hat eine sehr lange Tradition. Viele von euch sagen vielleicht die Erbsen von Gregor Mendel etwas. Er hat die Vererbung von Eigenschaften an die nächste Generation erforscht. Also wie sich das Erbgut verhält, wenn die Eltern verschiedene Eigenschaften haben. Aber tatsächlich haben auch schon die Menschen in der Steinzeit darauf geachtet, welche Pflanzen besonders ertragreich oder auch besonders resistent waren, und haben diese Pflanzen miteinander gekreuzt. So haben sich die Wildpflanzen von damals zu den heutigen Kulturpflanzen entwickelt. Die Zuchtziele von heute sind schnell zu definieren und sie unterscheiden sich eigentlich nicht sehr von den vergangenen. Immer geht es um höhere Erträge, Resistenzen und bessere Anpassungen an die gegebenen Umweltbedingungen. Aktuelle Forschungsprojekte tüfteln beispielsweise an besonders ertragreichem Weizen, an Maispflanzen, die trotz großer Trockenheit viele Früchte tragen, oder auch an Bananenpflanzen, die Raupen verschmähen. Es könnten eben wahre Superhelden der Pflanzenwelt gezüchtet werden, mit ganz bestimmten und extremen Eigenschaften. Und hier kommt CRISPR-Cas9 ins Spiel. Auch in der Pflanzenzüchtung überzeugt die Technologie durch drei Eigenschaften ganz besonders. Die Schlagworte: präzise,
einfach und schnell. In der Praxis bedeutet das, dass sich die Entwicklungszeit einer neuen Pflanzensorte halbieren ließe. 8 bis 9 Jahre dauerte das bislang. Dazu kamen dann durchschnittlich noch 3 bis 4 Jahre dazu, die die sogenannte Sortenprüfung in Deutschland in Anspruch nimmt. Durch CRISPR-Cas9 kann das Erbgut einer Pflanze, ja wie gesagt, zielgerichtet verändert werden. Die gewünschte Resistenz oder der höhere Ertrag werden so viel schneller erreicht. Doch wie immer gibt es auch Kritik und die ist sehr stichhaltig. Der große Streitpunkt in diesem Kontext ist der sogenannte Naturbegriff. Ist solch eine Veränderung an einer Pflanze natürlich? Die Befürworter argumentieren, dass diese Veränderung auch zufällig in der Natur vorkommen würde. Denn selbst Punktmutationen, also tatsächlich nur die Veränderung eines einzelnen Bausteins der DNA, kann enorme Auswirkungen auf den jeweiligen Organismus haben. Die CRISPR-Methode sei biologisch und keine Chemie oder Strahlung. Kritiker dagegen halten den Prozess der Herstellung für unnatürlich, also künstlich. Fraglich ist allerdings, ob der Begriff und die Argumentation der Natürlichkeit passend sind. Dazu das Bundesamt für Naturschutz. Zitat: Der Vergleich mit der Natürlichkeit ist dabei irreführend, da eine höhere Naturnähe nicht per se ein geringes Risiko darstellt. Zitat Ende. Denn natürlich ist nicht gleichzusetzen mit gesund oder sicher. Die Konsequenzen, die die neu gezüchteten Pflanzen für das komplette Ökosystem mit sich bringen könnten, die sind bislang nicht wirklich abzuschätzen. Würden die besonders stressresistenten Pflanzen beispielsweise andere Arten verdrängen? Manche Experten und Expertinnen befürchten dies. Welche Folgen hat die Technologie auf den menschlichen Körper und unsere Gesundheit? Diskussionen gibt es auch zur Forschung in diesem Bereich. In einem Brief von 2016 fordern mehr als 100 Nobelpreisträger und Trägerinnen aus verschiedenen Forschungsgebieten, dass grüne Gentechnik in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Ja, es könnte den Welthunger ja vielleicht sogar abschaffen. Landwirtschaft und Umweltschützer sind aber skeptisch. Wir bleiben natürlich dran an diesem Thema. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann verpasst ihr kein Video. Hier geht es weiter mit das große Insektensterben, eine wirklich dramatische Situation, bei der dringend gehandelt werden muss. Also unbedingt ansehen und ansonsten bis dann. Bleibt dran.